Die Bundesstraße 4 bei Lüneburg. Hier sind die Polizisten Volker Reinke und Andreas Schulz auf der Jagd nach Temposündern. Unterwegs sind sie mit versteckter Kamera im Videowagen. 128 habe ich jetzt noch. Oh, 21 ist schnell, da kann man wieder nehmen. Gemessen wurde Lüneburgs Firma Ost und Lüneburg, Fahrtrichtung Norden. Der Fahrer eines Lieferdienstes hat es offenbar eilig. Wahrscheinlich auf dem Weg zu einem hungrigen Kunden. Doch das ist kein Grund fürs Rasen. 21 km/h zu schnell bei Tempo 100. Jetzt werden Pizza und Co. wohl kalt. Guten Tag. Guten Tag. Zivilstreifpolizei Lüneburg. Schulz ist mein Name. Freunde Schulz. Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis hätte ich gerne mal gesehen. Gut. Unter Kontrolle, könnte ich denken. Ja. Wahrscheinlich zu schnell gefahren. Ja, das stimmt. Da ist auch so eine Umgehung, hat der Kollege sie gemessen und bereitet halt Moor. Der Mann weiß genau, was er falsch gemacht hat. Schuld allerdings seine heiße Ware. Ja, weil ich es leider im Augenblick ein bisschen eilig hatte, weil ich gerade hier ausliefern muss. Und die Sachen werden gleich kalt. Das ist eine doppelt zu. Das ist der richtige, ja. Genau. Immer ein bisschen mehr Zeitdruck. Permanenter Zeitdruck erzeugt ja auch Stress. Und wer unter Stress fährt, fährt natürlich auch unkonzentrierter. Da setzt sich selbst Stress, fährt dann auch zu dicht auf. Oder denkt nur daran und guckt auf die Uhr. Und das ganze Verkehrsgeschehen gerät dann bei ein bisschen aus dem Auge. Ist schon ein anstrengender Job. Gut, der Kollege hat das aufgenommen. Ja. Und so können Sie das sich mal anschauen. Dann muss er das einmal aufschreiben. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch Unfallursache Nummer 1. Trotz seines flotten Tempos wird der Bote jetzt kleinlaut. Wie viel war es inzwischen? Nicht so doll. Hm. Nur was Kleines. Ist das sehr teuer? Nö, sag ich gleich. Ich schreib eben kurz auf, aber so doll war es nicht. Das ist alles noch im Rahmen. Kann ich es nicht gleich abholen? Ich habe noch so viele Sachen im Auto zum Wegbringen. Das geht gleich los. Der Lieferant ist angespannt. Ihm sitzen Zeit und Chef im Nacken. Naja, ich habe jetzt, sag ich mal, 2 Touren habe ich. Und wenn der letzte möchte, dann kostet halt auch noch ordentlich haben. Sonst werden die weich. Das heißt, wir sind jetzt hinten von Uelzner Straße bis her, sind ungefähr 14, 15 Kilometer. Am besten der direkte Weg. Wollen Sie das kurz eben angucken? Dann sehen Sie es eben. Da wurde die Messung jetzt begonnen. Das stimmt natürlich jetzt hier nicht. Ne? Das kommen wir nachher. Das ist ja eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir holen ein bisschen auf. Deswegen sieht das anders aus. Dann ist ja eine Wegzeitberechnung, dann werde hier die Messung jetzt beendet. Ja, aber erst das zu spät. 128, dann von 7 und 7 ab, dann 121, 121 zu schnell. Man unterschätzt das auch. Auf dieser ganzen Strecke, was hat er gewonnen? 10, 20 Sekunden, mehr sind das ja nicht. Das ist ja 20 km/h, das bringt nicht viel auf diesen kurzen Strecken. Dann ein Bußgeld von in Höhe von circa 70 Euro und ein Pünktchen, ne? Plus Gebühren, guter Honig sind sie dabei. Ja. Ob das der Chef bezahlt? Das soll ich. Und damit ist der Tageslohn futsch. Wie wollen Sie dazu Angaben machen? Geben Sie es zu, bestreiten Sie es? Oder? Ich gebe es zu. Aber waren es nur 20 zu viel? Nee, leider nicht. Ob Feilschen hilft? Denn nur 1 km/h weniger und die Strafe wäre deutlich milder ausgefallen. Ja, das macht sich da bemerkbar im Punkt und auch Bußgeld müssen. Ja, dann kommt irgendwie 4 bis 6 Wochen, dann gibt es Post vom Landkreis Lüneburg. Ne? Auch trotzdem ein bisschen. Wenn Sie wenigstens noch ein bisschen langsamer, wenn Sie es mir verwarnen, geht es ja immer noch. Nicht sein bester Tag heute. Noch dazu warten ja die hungrigen Kunden. Doch Eile? Ich kann los. Jo, alles klar. Tschüss. Wäre jetzt nicht die beste Idee. Der nächste Blitzer kommt bestimmt. Sehen Sie zu, dass er in die Richtung fährt. Ja, ich denke, heute wird erstmal dieser Denkzettel ein bisschen leiden für die nächsten 2, 3 Tage. Aber irgendwann wird der Druck wieder so groß werden, dass es. Vielleicht bleibt es dann nicht ganz so schnell, aber Geschwindigkeitsüberschreitungen sind leider immer wahrscheinlich in diesem Bereich. Weiter geht's. Für die heiße Ware und auch für die Polizei. Ganz in der Nähe der nächste Kandidat. Ein Fahrer mit äußerst fragwürdigem Fahrstil. Oh, der steht ja irgendwas. Sieht sehr merkwürdig aus, der Fahrer. Ob der einen Führerschein hat oder nicht, das ist die große Frage. Das Fahrzeug fährt mehr als 20 km/h weniger als erlaubt. Seltsam. Mit Schnecken haben es die Beamten eher selten zu tun.
Das war eigentlich ein Auto, wo man denkt, der fährt ein bisschen schneller. Und jetzt fuhr er extrem langsam. Und auf der Fahrweise hatten wir den Verdacht, dass er eigentlich nicht mehr sitzt an der Fahrerlaubnis. Und deswegen haben wir rausgezogen, weil das wäre ja eine Straftat. Schönen guten Tag, Polizei Lüneburg. Ich hätte gerne mal Führerschein, Ausweis. Guten Tag. Und den Fahrzeugschein. Papiere, Dokument. Genau, und ihr? Driving License und Passport. Der Fahrer ist aus Russland. Er weist sich mit einer Duldung aus. Einen Führerschein hat er, allerdings aus Russland. Und genau das soll der Grund fürs Schleichen sein, sagt der Co-Pilot. Er fährt zu langsam, er fährt zu vorsichtig. Weil er darf er nicht da, in Russland darf er nicht mehr als 80 fahren. Okay. Darf er nicht. Das ist 80 so begrenzt da. Nur auf so eine spezielle Straße, da dürfen sie 100 fahren, aber sonst immer 80 da. Und deswegen, der fährt zu langsam. Ich habe zu ihm gesagt, du darfst 100 fahren. Der meinte, nee, wer weiß, was weiß ich da, er fährt zu vorsichtig. Andreas Schulz kennt das. Dennoch sind wir ja hier in Deutschland. Wenn man in ein anderes Land fährt, ist natürlich andere Verkehrszeichen, es sind andere Verkehrsvorschriften, ist es vielleicht mehr Verkehr, ist mehr los und so. Und die Geschwindigkeiten sind ganz anders. Man muss sich schon ein bisschen darauf vorbereiten und natürlich langsam da reinkommen und sowas dann. Das hat natürlich hier in diesem Fall genauso gewesen. Er ist eben sehr defensiv gefahren, um hier ja nichts falsch zu machen. Doch gut gemeint muss nicht immer richtig sein. Extrem langsam und sowas denn. Vorsichtig, habe ich schon gesagt. Und das war im Grunde, weswegen überhaupt mal eine Kontrolle durchgeführt hat. Weil man kann natürlich auch mit rechnen, wenn jemand so unsicher fährt, dass man auch keinen Führerschein zum Beispiel hat. Oder so. Weil ja, man keine Fahrpraxis hat oder irgendwie genau, so. Genau. Und deswegen ist Grund der Kontrolle. Und jetzt guckt der Kollege eben nach, die Papiere. Klar, ist Personen werden immer überprüft. Es folgt Routine. Und damit wurde schon so manch Fang gemacht. Wie lange ist er denn? Drei Monate. Jetzt hat er verlängert. Ist der Bruder hier. Ach so. Er ist mein Bruder. Jetzt will er hier bleiben, Vater Stern. Nee, er soll zu seinem Vater. Er war bei Athen, bei seinem Vater. Mhm. Hat die Papiere eingetragen da. Mhm. Also zum griechische Staatsangehörigkeit kriegen. Ja. Ne? Aber zum erstmal hier darf er bleiben. Haben wir gestern bei Duldung, ja. Eine Duldung gekriegt, ja. Wenn der Mann hier bleiben will, muss er sich bald auch um die Anerkennung seines Lappens kümmern. Man muss in Deutschland den Führerschein, wenn man einen kasachischen, russischen hat, also einen Nicht-EU-Führerschein, nach 6 Monaten muss man gucken, dass man den hier in Deutschland umgeschrieben kriegt. Manche kriegt man umgeschrieben, manchmal muss man noch eine Fahrprüfung machen, das ist sehr unterschiedlich. Sie wissen aber, Sie dürfen nur noch, bis Sie in erste Einreise, ein halbes Jahr damit fahren in Deutschland, ne? Dass Ihr Bruder darf mit dem Führerschein, ne? Darf noch ein halbes Jahr, ne? Und danach bräuchte er einen Deutschen. Dann will er griechische Ausweis machen, weil sein Vater ist Grieche. Ne? Ja, wenn er jetzt mal in Deutschland ist, kann er über einen Deutschlandführerschein machen. Ja, oder umschreiben lassen. Ne? Aber jedenfalls mit dem dürfte er dann nicht mehr fahren. Nein. Darum ging es. Ne? Alles klar, das war's schon. Okay. Darum ging es. Ne? Alles klar. Na dann, gute Fahrt. Guten Schuss. Schönen Tag noch.